Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Captain of Industries. Ja, wir haben ordentlich zu tun, würde ich sagen. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Ist hier noch was zum Abladen? Nee, das habe ich ausgeschaltet, ne? Gut. Ihr habt mir wieder tolle Tipps gegeben. Einer ist natürlich wieder total genius und ich weiß nicht, warum ich da nicht selber drauf komme. Wahrscheinlich einfach mein Hirn komplett Schrott ist. Das hier. Diese Strecke. Warum baue ich den nicht um? Und Rowe ist natürlich wieder das Genius, das da drauf kommt. Wir werden hier eine Abladefläche hier vorne machen, damit sie die Seite erweitern können. Ich hoffe, ihr versteht immer mittlerweile meinen Ansatz. Ich bin ja noch mit Kaio, muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen. Ich habe hier vor mir immer meistens mein Handy liegen mit den ganzen Kommentaren und versuche das irgendwie so ein bisschen mit einzubauen. Vergebt mir, wenn ich nicht immer so perfekt in den Texten antworte, weil ich bin mit Texten einfach dumm. Deswegen, ich versuche es dann gerne in den Folgen zu machen, auch wenn es viel Zeit zieht, aber ich hoffe halt, dass diese Art von Interaktion auch nicht schlecht ist. Vor allem, es zieht sich dann ein bisschen, weil teilweise nehme ich früher auf, wie manche Kommentare rauskommen, einfach weil ich versuche, einen guten Rhythmus zu kriegen. So, warte, ich muss zu den Inhalten. Inhalt und das letzte Video. Sind ja schon einige Kommentare drunter. Ich bin froh und ich möchte mich bei euch... Nein, wir schauen das jetzt nicht an. Ich schaue aktuell down meine Shorts an. Ich kriege down meine Shorts vorgeschlagen und bin dann immer, bis das Short vorbei ist, habe ich erst realisiert, dass das mein Short ist. So, zurück zu den Kommentaren. Kommentarsektion, genau. Es geht ja auch darum, mit den, dass wir sozusagen mit den Atomreaktoren, wie wir das am schlauesten machen, und das wird wahrscheinlich auch nochmal eine ganz, ganz spezielle eigene Folge, weil das natürlich so hier nicht mehr funktioniert. Das ist klar, das ist alles sehr eng. Wie können wir die MOX-Brennstäbe grundsätzlich verbauen? Warum ich gerne, und das, darauf will ich noch auf den Kaio-Schutz eingehen, weil er natürlich auch mir sehr viel Input gibt, sehr viel von seinem Wissen mir bereits gibt, warum ich gerne aber auf den Zweier gehen würde, ist immer diese, erstens, der Button hier, automatische Regelung aktivieren, ist grandios, finde ich mittlerweile, die verfolgt. Und ich glaube nicht, dass es beim Einsatzgang ging. Und ich kann hier damit auch MOX-Stäbe machen. Bedeutet, ich würde halt drei von denen aufstellen, vielleicht am Ende. Ich muss das mir nochmal nachrechnen, wie viel ich brauche, damit ich sozusagen auf einen MOX-Stab oder auf die passende Menge MOX-Stäbe komme. Das wird nochmal eine mathematische Berechnung sein am Ende, aber gut. Du hast auch was von Brutreaktor geredet und den haben wir, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Oder ich habe es einfach komplett überlesen. Weil der macht 1,5, damit machen wir 2. Und bei der nuklearen Wiederordnung. Nee, da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Weil hier kriegen wir einmal Plutonium. Und ein Plutonium. Doch, kommen wir. Nee, kommen wir gar nicht hinterher. Vor allem die Menge zu kriegen, brauchen wir 18. Und daraus kriege ich dann 2 MOX-Stäbe. Bedeutet, ich brauche viele, viele normale Atomreaktoren, um einen MOX-Atomreaktor überhaupt sinnvoll zu machen. Wait, ist es da nicht schlauer? Kann ich rein theoretisch sagen, ich mache beides? Und würde die Prio einstellen? Nee, aber ich kann einfach Dinge so, das bringt gleich viel. Ja, warum soll ich denn dann einen Unterschied machen? Ich mache da einfach einen Doppeleingang und wenn er von irgendwas genug kriegt, pumpt das rein. Fertig. Und ich mache mir Sorgen um MOX-Stäbe. MOX-Stäbe ist einfach wieder eine Alternative zu den Atomstäben. Mein Hirn wird langsam groß, merkt ihr das? Langsam wächst mein Hirn hier mit der Technik. Ich habe dann gedacht, ich muss das separat machen, aber wenn ich die MOX-Stäbe rein theoretisch hier unten reinpumpen kann, als Unterstützung, nehmen wir es mal einfach als Unterstützung, oder halt sagen kann, hey, ich tue jetzt die Uranbrennstäbe mal pausieren, dann kann ich mein ganzes Volumen natürlich wieder anheben. Oder ich sage immer MOX-Stäbe zuerst, weil sind die Reste. Die Zeit ist natürlich wieder sehr schlau gebaut, aber ich kann das wahrscheinlich hier nochmal retten. So, pass auf, das machen wir jetzt sogar schnell. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und vor allem verbrauchen wir das Zeug, was wir gerade benutzen. Und einfach, weil ich die Dinger mittlerweile liebe. Und man, glaube ich, merkt es auch. Ich liebe diese Dinger hier. Die sind grandios. Wer das erfunden hat, ist ein Gott. So, da muss keiner hin. Bedeutet, ich kann hier einfach ein flaches Förderband 2 nehmen. 2 ist schön, genau. 1, 2. Ich glaube, wir führen das einfach hier drüber, so.
Und dann müssen wir hier vor bis zum Atomreaktoreingang. Wenn ich das da platziere, ich brauche zwei zum Runtergehen. Dann sollte das passen. Dann machen wir Flip. Genau. Dann bauen wir das erstmal fertig. Blub. Das will ich jetzt probieren, weil wenn es funktioniert, haben wir einen weiteren Wiederverwendungswert für das Ganze. Und das macht es natürlich noch geiler eigentlich, wenn man es so sagt, ne? Also eigentlich macht das Ganze nur geil. So, in dem Zeitpunkt kann ich doch genau den Teil abreißen. Was heißt hier? Nö. Hier gibt's keinen Nö. Danke, flacher Verteiler. Und wir setzen den hier auf Prio. So, und damit ihr versteht, was jetzt der Sinn dahinter ist. Du darfst beides verarbeiten. Beides bringt mir gleich viel. Und ich kann damit gleich viel anfangen. Sinn dahinter ist, und der kann ja 40 Mockstäbe auch lagern, dass ich den Mocks, dass er aus Resten besteht, den wir eh verarbeiten müssen, immer zuerst verwendet. Dadurch wird unser Uranlager voll, was wir hier in großen Massen schon mittlerweile spielen. Und hier kommt das ganze Mocks. Und wir verwenden natürlich dadurch, oder tun damit unsere Reserven ab, anfangen abzubauen. Ich hoffe, ihr versteht den Sinn dahinter. Aber es bedeutet auch, ich habe einen höheren Produktionswert in Zukunft, als ich nur Uran habe, weil ich kann ja das Mocks auch einspielen. Und wenn ich sage, das kriegt nur ein Reaktor von zwei, heißt es trotzdem, dass der eine nicht dauernd Uran frisst und ich brauche weniger Produktion im Hintergrund. Das ist geil. Aber ich will trotzdem darauf eingehen, was hier mit dem Brutreaktor ist. Und ich glaube, das ist die Sache, die hier hinten noch kommt, die ich noch gar nicht habe. Und das ist Brutreaktor. Kernreaktor? Wo ist der Brutreaktor, der erste? Schneller Brutreaktor. Ein schneller Brutreaktor. Was ist das? Nukleare wieder... Okay, das ist natürlich jetzt das Next Level... Holy shit, ich habe absolut keinen Plan, was passiert. Mäßig. Habe ich einen Brutreaktor schon? Weil wir dann von Brutreaktoren reden. Aber ich habe keinen Brutreaktor, ne? Ne, ich habe keinen Brutreaktor. Ne, cool. Okay, dann haben wir das für das Erste auch gelöst und haben fürs Erste sogar noch ein bisschen verstärkte Unterstützung. Danke für eure ganze Hilfe. Ich bin echt wieder erstaunt, was da alles so passiert und was man alles machen kann. Ich sehe gerade ein Problem. Warum haben wir ein Problem? Warum fährst du runter? Und wo ist das Wasser hin? Hä? Warte mal, was? Hä? War nicht das gerade noch voll? Meerwasser geht hier rein. Wasser geht hier raus. Aber wo bleibt das Wasser? Und das Wasser muss dann... Oder, weil das hier auch Prio hat, oder? Ich sehe das Problem. Guck an, ich sehe das Problem, ich sehe das Problem. Also erstens stecken wir euch hier ab. Das würde uns jetzt schon mal massiv unterstützen. Dann kann ich ihn hier abschließen, weil du eigentlich mittlerweile schon veraltet bist. Und das wollen wir schnell entfernen. Und dann setzen wir gleich einen... Komm, weg damit. Danke. Okay. Den zweiten Anschluss hin. Der Anschluss ist halt so füllend. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zum Problem wird gerade. Das war jetzt das Problem, dass er sozusagen die ganze Zeit die Hälfte wahrscheinlich aufgeteilt hat. Wenn wir das jetzt wieder ans Limit kriegen, sollten wir gut dabei sein. Das Gute ist, der spielt unten ein noch. Bedeutet, wir sind aktuell noch im grünen Bereich. Aber es hätte auch ganz anders auslaufen können. Puh, Glück gehabt. Ich mag jetzt einmal kurz auf unsere Energie schauen. Bewegen sich, tun sich die. Bedeutet, ich will gerade mal für eine Zeit das Rohr pausieren und das Rohr pausieren. Ich glaube, das will nicht, dass wir unbedingt so viel gerade brauchen. Ja, du warnst jetzt natürlich, weil du bist unterlevelt.
Aber wir müssten vom Wasser massiv Sachen nachliefern. Es geht auch nur ein Rohr noch. Ja, jetzt füllt das schon wieder auf. Das, was wir uns ja grundsätzlich wünschen, dass wir immer sozusagen Wasser auffüllen. Und Wasser kommt nach. Puh. Ein dramatisches Ende schon wieder verhindert. Gut. Und wir haben wieder einen Arbeiter frei. Super. Aber was wir jetzt grundsätzlich hier machen müssen, ist zwei Schüttlager aufstellen. Schau mal, die sind eh so mini, das macht ja absolut keinen Unterschied. So und so. Warum zwei? Wir haben immer noch Erde und wir haben den Rest auch noch. Ich hoffe mal, dass fürs Erste das reicht. Oh ja, stimmt, da war was. So. Dich würde ich genauso gerne kopieren. So, schauen wir, wir führen das erstmal bis hierhin. Nein, du gehst nicht da drunter, du gehst hier drüber. Aber die finden das natürlich jetzt ganz uncool. So, okay. Ihr kriegt natürlich überall Straßen, aber keine Sorge. Wir haben euch nicht vergessen. Ich habe bloß vergessen, wo die Rampen sind. So. Natürlich platzieren wir in bestimmten Abständen auch wieder Rampen, damit ihr überall drüber fahren könnt. So. So, der Bauturm ist immer noch der hier, oder? Nee. Der hier. Also, aber die habe ich auch noch nicht gebaut. So, schauen wir mal. Bauturm kriegt die Info ab sofort bitte hier und hier rein. Was ist dein Problem? Warum, was könntest du nicht erreichen? Was ist dein Problem? So, jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir wieder. Also wir sind auf höchster Stufe. Verstehe nicht, was sein Problem ist. Fahrzeuge können riesigen Bagger nicht erreichen. Welcher denn? Fahrt doch mal bitte dahin. Oder könnt ihr in die kleinen Lager nicht mehr mittlerweile füllen? Ich habe euch doch gerade... Oder ist es echt so, dass das... Warte mal. Wir machen hier zwei große Schüttlager noch dran. Ist ja für uns kein Problem, ne? Das ist ja alles easy peasy. So, warte mal. Und dann sagen wir... Hey, anstatt den hier... Ach nee, ich hatte nicht zugesagt, was es ist. Das war das Problem. Kriegt ihr den hier? Das ist Gestein. Und das ist Erde. So. Das sollte das Ganze jetzt hoffentlich ein bisschen simpler machen. Fahrt ihr los? Ja, super.
Mein Fehler. Ich habe vergessen, das zu deklarieren, was das ist. Ich erwarte, dass das irgendwie automatisch passiert. So, dann sollte das jetzt auch wieder schneller gehen. Da hatte Row natürlich recht, das habe ich total vergessen, dass wir das dezent ja auch wieder machen müssen. So, ihr ladet jetzt alles wieder aus und es sollte instant wieder ablaufen. Jetzt bin ich mal natürlich gespannt, was er auf die Masse sagt, weil natürlich die jetzt eine Geschwindigkeit auch drauf haben werden, wie sonst noch was. Wo fährst du schon wieder hin? Ah, du fährst tanken. Vielleicht sollte ich auch einen. Vielleicht sollte ich sowas noch vorbringen. Schauen wir mal. Es kann gut sein, dass das Lager nicht ausreicht. Weil die Masse, die wir hier drüber schicken, ist schon massiv, aber. Nope, wir brauchen hier ein besseres. Upgrade. Weil Erde ist wurscht, da passiert nicht so viel. Aber Kies. Kies muss Speed zulegen, und zwar richtig. Mal schauen, wie viel Leute sich jetzt schon lagert. Na komm. Leas. Ich glaube, ich bräuchte noch ein zweites gleich. Das geht viel zu lang, zu langsam. Also wir haben es so platziert, dass ich bis hier oben das alles richtig platzieren kann. Dann muss ich dich leider noch einmal abreißen. Im Schnellverfahren. Und nochmal schnell eine Brücke drüber ziehen. Und nochmal das Ganze von vorne. Yay! So, Stück für Stück. Ich hätte früher starten müssen. So. Und anschließen. Alter, das ist alles so teuer. Aber wir brauchen die Masse jetzt, damit wir das Ganze abschließen, weil die kommen nicht mehr hinterher. Die sind überfüllt wie sonst noch was. Mit der zweiten Leitung sollten wir das hoffentlich hinkriegen. Und komm schon, Leitung. Boah, dauert das ewig. Ist eventuell auch eine sehr lange Leitung. So viel zum Verkippen, ne? Oh, hier sind wir auch schon fast durch. Aber was wartet ihr auf bessere Zeiten? Oder habt ihr nichts zu verkippen? Nee, eigentlich hättet ihr noch genug zu verkippen, meine Freunde. Mikrochip Produktion 2 ist frei. Ding, 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 ding. Schön. Seid ihr hin? Hm. Aber von der Fläche werden wir langsam in die Größenkategorie hoffentlich eintreiben, die wir benötigen. So, jetzt langsam sinken wir aber auch schnell. Schau dir das an. Jetzt geht's runter. Und wenn wir die bestimmten Massenverhältnisse halten, dann könnte das auch weiter funktionieren. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, warum haut denn der jetzt ab? So, nope, ich hab nichts mehr. Alter, ist das Ding voll. Einfach, warum? Bin schon mal überlegen, ob ich das upgrade und dann da noch sozusagen Kies drunter mischen und es dann oben abteilen lasse. Damit wir noch einen höheren Durchlauf haben. Weil holy shit haben wir hier viel. Aber die fahren jetzt auch wieder hoch. Das ist doch dumm. So, jetzt läuft die komplett. Alter, schau mal, wie viel jetzt durchfroddelt. So, den Teil können wir aber komplett abreißen jetzt.
Das ist noch Gestein, okay, aber das war dann quasi, um da was mitzubringen. Man nutzte sozusagen das System aus. Aber den Kerl können wir meinetwegen lassen. Das kommt alles weg. Und jetzt sollte dann auch diese massive Kiesmenge hier vorne ankommen. Dann sollte hier auch kein Problem mit dem Verkippen sein. Alter. Ich muss dann nur überlegen, ich muss das bis hier rüber kriegen, weil ich will das hier auch verkippen, ja, wie gesagt. Und das wird auch viel Zeit ziehen. Was ist das? Sand. Warum? Was ist mit meinem Sand schon wieder los? Ich sollte vielleicht ein paar die Sachen mal hier vorne anbringen, die sie haben, ne? Und ich habe eventuell ins Gold gegraben. Schau mal, die kriegen jetzt hier einmal hier in die hinten in die Ecke rein. Ist zwar weiter weg, aber besser für uns zu erreichen. Sowas hier, da kommt Gestein und hier kommt Erde. Ich hab doch Gestein gesagt, mein Freund. Und dann sagen wir... Ah ne, warte mal, fuck. Wir brauchen noch ein zweiteres. Wo dann Sand rankommt. Und dann geben wir ihm hier die Info, weil er für Sand zuständig ist. Wir haben Exportrouten jetzt. Und die alte Sandexport machen wir weg. Das sollte dann hoffentlich schon ein bisschen helfen. So, er füllt Sand auf. Und wir sagen, fast jederzeit leeren. Der Gestein tun wir auch dann ab halb leeren. Sollte das alles wieder ein bisschen ruhiger werden. Ah, und, bevor ich es vergesse. Damit hier kein anderer fährt, kann ich hier einen Button... Wenn aktiviert wird, es nur den unten aufgeführten Fahrzeugen erlauben, hier die Fracht abzuholen. Schick. Bedeutet, es fahren nur noch die, die wirklich dafür zuständig sind. Das ist ja noch besser. So, und ihr habt auch nichts mehr zu graben. Aber das können wir ja verändern. Schauen wir mal kurz, wie es mit der Grabekapazität ausschaut. Oh ja, da haben wir noch gut Fläche. Aber jetzt haben wir dann alles geschützt hier vorne. Die komplette Fläche. Schick. Wir könnten dann auch wahrscheinlich hier ins Eisen reingraben anfangen. Wir haben ihn hier noch so Tonnen an Eisen. Das ist so brutal. So, ich hoffe mal, dass das jetzt dann auch funktioniert. Das hätte bitte eine hohe Prio. Sand abholen wäre wichtig. Vielleicht machen wir in der Zukunft dann auch hier eine Leitung durch. Aber jetzt aktuell. Wir müssen vor allem schauen, dass wir das mit dem Matsch mal vorankriegen. Ich bin schon mal überlegen, ob ich eine extra Truppe hier mache, die das ein bisschen umgraben anfängt hier vorne. Damit wir dann hier sozusagen anfangen können zu arbeiten, so bald wie möglich. Ich bin echt beim Überlegen, ob ich das mache. Hier kippen wir auch immer mehr zu. Warte mal, ist das... auch schon wieder durch. So, wie viel haben wir denn noch hier? Nach hier vorne könnten wir, aber das wird halt gefährlich, ne? Ich glaube, wir lassen es gleich echt mit der Kupfermine. Wir graben auf jeden Fall hier noch rein. Wir graben den Teil auch noch raus.
Eieiei. So, die Kollegen fahren das weg und die baggern das jetzt hier raus. Dann kann ich hier nicht auch wieder die Baggermenge reduzieren. Auf 4, das sollte dann reichen, hoffentlich. Das sollte dann hoffentlich reichen, so wie schnell seid ihr jetzt? Das Ding ist immer noch überfüllt. Also wenn ich jetzt noch eins anschließe, ist ja dann das Problem, dass wir die Masse überreißen. Überfordern. Schau, wir füllen ja selbst hier jetzt schon auf. Oder ich schicke ein weiteres Band hier vor. Oh, da müsste ich gucken, wie ich das schlau mache, ohne dass ich mir hier Wege zerdeppern anfange. Dass ich das hier irgendwie durchführen anfange und dann hier anfange schon mal zu kippen. Das ist gleich auch nicht doof. Wenn ich da zwei Zweier erstmal laufen lasse. Okay, lass uns erstmal so ein bisschen planen. Wir machen hier auf jeden Fall eine Überfahrt. Wir machen hier die Überfahrt hin. Das ist schon mal fix. Dann müssen wir bis nach da vorne. Und am besten einfach hier nochmal eine Überfahrt hin. Dann ziehen wir es am besten hier irgendwo hin. Machen hier nochmal eine Überfahrt hin. Und dann brauche ich hier nochmal eine Überfahrt. Und ich mache überall zwei einfach zur Sicherheit. So, okay. Und dann... Nein, ich mache ein normales. Weil ich will jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich sparen an Fahrzeugen. So. Okay. Heute ist Tag der Förderbänder, will ich mal behaupten, oder? Nee, lass mal lieber hier vorne runter. So. Jetzt müssen wir den Berg rauf, oh leck mio. Na komm, you can do it. Merkt man, wie konzentriert ich allein bin für sowas hier? So. Erster Anschluss. Alter. So, okay. Und hier oben kommt dann ein U-förmiger Verteiler dran. Der wahrscheinlich das günstigste jetzt an der ganzen Anlage ist. Und hier schieben wir jetzt ein paar Verkipper auf.
paar Absetzer. U-förmiges Förderband Platz 2. So. Gut. So, wir werden euch aber auf minus 12 mal setzen fürs Erste. Beide. Oder machen wir minus 15. Safe ist safe. Wir haben eh genug Platz. Wir wollen ja nicht unbedingt viel zu hoch gehen. Aber die Kollegen sollen jetzt helfen, das Ganze zu verkippen. Während die anderen noch viel Strecke fahren müssen. Aber es hat sich verbessert direkt. Was ist das denn für ein Kabelsalat? Haha, scheiße. Alter, heute ist ein Kabelsalat für Förderbänder, ich sag's euch. Ist es schon geupgradet? Nee, noch nicht, ansatzweise. Wo tut denn der upgraden? Ah, da passiert etwas. Ich werde mir einen hier noch mehr zuweisen, oder vielleicht sogar zwei, einfach weil wir die Masse nicht mehr halten können. Die haben Glück, dass da ein Puffer dazwischen ist. Dieser Puffer macht gerade viel aus. Vor allem dasselbe ist, wenn ich das jetzt nach da vorne ziehe, damit sie es verkippen vor Ort, muss ich noch eine zweite Anlage bauen. So, jetzt fahren sie aber auch mit. Also die Hälfte der Leistung wird jetzt nur mit dem einen Ding abgezogen. Das ist schon mal positiv. Ich will die heute noch verkippen sehen. Also wir müssen auch überlegen, was wir da rauskriegen. Wenn wir das fertig haben, wird es ja abgebaut. Dann kriegen wir wieder eine Masse raus. Und hier verkippen sie das Ganze gerade dicht. Na komm, wo bleibt's denn? Wo ist die Lieferung? Da beginnt sie. Oh Gott, wird das übel. Da hätte ich vielleicht auch gut die Höhendinger nehmen können. Die hätten es vielleicht noch ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich fand's gerade lustig. Okay. Ich fand das jetzt funny. Wie schaut's mit unserer Sandlieferung aus? Ja, langsam aber sicher wird's wieder. So, da kommt er. Alter, wir schauen mal, wie es bergsteigt. Förderbänder to heaven. So, jetzt schauen wir mal. Ja, Schere Stufe 2 tut es schön auslasten. Und schon fangen wir an zu verkippen. Ich finde immer noch geil, wenn die einen Schwenkkopf hätten und sich so langsam links-rechts drehen, weil du einfach ein bisschen bessere Verteilung hast. Nicht nur sowas Fixes. Und wenn das auch later Tech ist, so in unserer Phase jetzt, wo wir sind. Aber jetzt aktuell ist es halt echt... Der ist fix, da muss ich ihn wieder umdrehen, umbauen, damit ich ein bisschen besser hinkriege. Ist natürlich nervig. Vorteil ist, wir kippen jetzt hier schon mal ein bisschen was voll, was wir sonst ewig bräuchten für... Beim nächsten Mal machen wir hier noch drei hin oder sowas, dann können die hier schon kippen. Und dann sind wir beim nächsten Mal auch schneller, wenn wir weitermachen. Die Lager werden trotzdem nicht leer. Dafür haben wir viel zu viel. Obwohl, hier wird das Lager langsam leer. Und die Kollegen graben sich hier gut raus, damit unsere Atomproduktion in Zukunft einen guten Platz hat. Wie schaut es hier drüben aus? Energiekollege ist relativ voll mittlerweile. Oh, wait, warum passiert hier nichts? Oh,
Oh fuck, das kann ich hier nicht einlagern. So, schau, wir machen das jetzt relativ simpel. Seht ihr, ich vergesse schon wieder Sachen. Das ist nicht gut. Du bist jetzt für Mox. Flaches Förderband 3. Ich muss ja noch schauen, was ich mit dem verbrauchten Mox mache. Was ich jetzt machen würde, hier ist nichts mehr drin, überall scheren. Atommüll wird eh relativ schnell verbraucht. Flaches Förderband, zack, zack. Fertig. Ah, fuck. Zu filterndes Produkt, Atommüll. Ah, warte mal. Ich mach das jetzt ganz simpel, ich mach das schnell. Flaches Förderband 2. Schnell liefern und dann könnte es wieder gerade ausgeliefert werden. Beim Mockstäbe schauen wir gerade noch ein bisschen zu haben. Zwar nicht mehr viele, wir haben das Lager schon leer, aber wir haben ein bisschen was. Wir haben auch die Zusatzdinger wieder leer. Aber sie haben trotzdem was gebracht. Und das ist ja alles, was zählt, ne? Dann wird jetzt nicht wieder Energie gemacht. Oh, Gott sei Dank. Aber wir haben ja den Zwischentank, der das jetzt gleich bravios gemanagt hat. Gut. Aber Leute, bevor es zu spät wird. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.